Ja, herzlich willkommen zum 156. Let's Showplay Minecraft. Wir sind hier, wie so oft in den letzten Tagen, in der Minecart-Station am Berberdorf und ihr seht, es sieht schon wieder etwas anders aus alles. Ich habe mir ein neues Texture Pack ausgeguckt und zwar WooCraft. Link packe ich dann, glaube ich, mal in die Beschreibung. Ansonsten, ihr findet es natürlich im Minecraft. Forum ist halt so ein bisschen chinesisch-asiatisch angehaucht, gefällt mir erstmal so ganz gut und wir werden einfach mal gucken, wie wir damit zurechtkommen, weil ja das comichafte Texture Pack nicht so bei euch angekommen ist, wie ich mal den Kommentaren entnehme. Ja, was werden wir heute machen? Wir werden heute einfach mal ein bisschen da noch den Höhleneingang bzw. den Stolleneingang hier weiterbauen. Und dann gehen wir einfach mal ein bisschen auf Erkundungstour in der Mine. Denn geguckt und gebaut haben wir ja doch in letzter Zeit so einiges. Wie wollte ich denn das hier machen? Welche Höhe? Stimmt ja, ich wollte hier noch rausholen. Das heißt, die Decke kann hier eigentlich noch. Zack, einen niedriger. Oh, die wird dann sowieso nach hinten vielleicht wieder höher. So, aber hier können wir erstmal durch, denn Stollen sind ja doch eher eine etwas niedrige Angelegenheit, wo man den Kopf einziehen muss. Und hier komme ich auch genau, ja, auf der Höhe raus. Ja, eigentlich sollte das noch eins tiefer sein. Dann klopfen wir mal gleich hier den Boden raus. Dann können wir das noch tiefer legen. So, und dann schauen wir uns hier einfach mal noch ein bisschen die Mine an und sehen dann weiter. Ja, ich werde versuchen, heute mal eine kurze Folge hinzukriegen, weil ich noch eine Folge zu Trackmania fertig machen will heute. Also zumindest aufnehmen will. Das Rendern, das kann dann, ups, über Nacht passieren. Und ja, da werde ich dann so ein bisschen über die Community sprechen, wie die sich über die Jahre verändert hat. Und ja, was ich hoffe, dass sich in Trackmania 2 tun wird, wo ich auch ein bisschen über Mania Planet sprechen werde, nämlich die Idee, das Konzept, was hinter Trackmania 2 Canyon steht. Das ist nämlich was ganz Besonderes. So, und hier sind wir dann soweit erstmal durch. Dann können wir hier wieder einen Boden einziehen. Und dann zusehen, wie wir hier weiterkommen. Ja, das passt doch soweit erstmal. So, hier wird natürlich auch noch. Zack, Decke ausgekleidet später. Und, jawohl, hier haben wir Gravel, aber hier waren wir ja überall schon. Sind Monster eingeschaltet. Jawohl, sind sie. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hier unten noch erwartet. So, hier waren wir schon. Das ist also so ein großer Rundgang, den wir hier haben. So, wegen der Eisenspitzhacke keine Sorge. Ich habe noch eine Diamantspitzhacke dabei. Daran soll es also nicht scheitern. So, die Fackeln sind hier ein bisschen was Außergewöhnliches, nämlich so eine kleinen Lampen. Da habe ich schon ein bisschen an der Textur rumgebastelt und das, naja, seht ihr, sieht nicht ganz so gut aus. Also es waren schon diese Lampignon-Schirme, aber die waren halt noch größer. Und ich dachte mir, ich wollte die ein bisschen kleiner haben, vielleicht färbe ich die auch noch um und werde die also auch noch richtig zurechtdrücken, dass das also auch ein bisschen schön aussieht. So als kleine Öllampen statt Fackeln. Na. So, und hier geht es jetzt also in die Tiefe. Gucken, da haben wir hier schon. Ach, ja, okay. Da haben wir ja noch einiges. Upsala, erstmal hier den Zombie und. Das Texture Pack ist erstaunlich hell, also ich sehe hier schon recht viel.
da oben geht's noch mal weiter. Da oben ist auch noch mal ein Ausgang. Also das ist ja wieder mal hier so richtig Kandidat für Germany's Next Top-Höhle. Mal sehen, was uns hier alles noch erwartet. Erstmal hole ich mir hier den Gravel weg. So. Dann auch noch den. Da haben wir auch schon Kohle in der Decke. Sehr schön. Ah, hier ist doch. Die kann ich natürlich nicht liegen lassen. Zack, 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 zack. Dann, okay. Hier ist dann dicht. Dann können wir hier die Kohle rausklopfen. So, da kommt Gravel runter. Da kommt noch mehr Gravel runter. Und da wird noch mehr Gravel runterkommen. Haben wir hier wieder Arbeit für die Schaufel. Und Gravel kann ich sowieso gebrauchen. Deswegen baue ich hier den auch ab. Zum einen natürlich, um da Pfeilspitzen draus zu machen aus dem Feuerstein, den man da aberntet. Und da oben sehe ich Eisenerz. Das ist sehr schön. Wir werden uns gleich hocharbeiten. Und da hinten ist noch mehr Kohle. Sehr schön. Ich sehe schon, wir werden auch in dieser Höhle reiche Beute machen. Und natürlich dann nichts mehr für die Minenarbeiter übrig lassen, die hier später arbeiten werden. Aber egal. Ah, was weg ist, ist weg. Vielleicht lassen wir auch einfach noch dann unten was liegen, wenn wir hier zu voll sind. Wollen wir mal sehen, was wir hier für Beute machen. Auf jeden Fall. Ups. So. Da holen wir es uns noch raus. Dachte ich, es wäre wieder mal Zeit. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Dachte ich mir, es wäre doch mal wieder Zeit für einen kleinen Ausflug. Ja, in unterirdische Gefilde. So, da können wir hier auch. Ach, schön. Das Eisen aus der Decke holen. Ja, nachdem wir jetzt ja die letzten Folgen doch viel gebaut haben, dachte ich mir, es ist einfach wieder mal an der Zeit, hier etwas unter Tage zu arbeiten. Ein bisschen Höhlenerkundung, ein bisschen Mineralien abbauen, ein bisschen Spitzhacken zerkloppen. So, hier haben wir es, hier haben wir es, hier haben wir es. Zack, 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 dann bauen wir uns hier wieder runter. So, da oben, da oben, da oben. Dann sind wir hier eigentlich. Halt, bis auf die Kohle da. Die haben wir natürlich hängen lassen. Was bin ich nur für. Ach, das ist sogar Eisen. Heieiei. So, dich nehmen wir auch noch mit. Und dich holen wir hier aus der Wand. So. Ich werde ja auch jede Menge Eisen brauchen, um ja, die weiteren Minecart-Strecken hier zu bauen. No? Deswegen hole ich mir das hier raus. Also, alles hat hier seinen Zweck. Alles ergänzt sich, gehört zusammen. Hier in Minecraft. Zack, 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 zack. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Selbst den Cobblestone, den wir hier raushauen. Ja, für den gibt es ja auch eine Verwendung. So, dann schauen wir mal, wo wir hier weiterkommen. Das sieht doch hier schon mal wieder vielversprechend aus. Nicht nur, dass wir Kohle haben, sondern hier geht es auch weiter. Oh, schön, kleine Sackgasse. Aber viel Kohle, die wir hier aus der Wand rausholen können. Zack, zack, zack. So. Da haben wir noch was. Und dann haben wir hier noch was. Da ist auch noch was. Zack, zack, zack. So. Och, das ist ja hier ein richtiger Kohleflöz, den wir hier haben. Eieiei. Ah, muss ich glatt aufpassen, dass ich mich hier nicht eingrabe. Nachher hier nicht wieder rauskomme. Okay, da haben wir es aber. So. Söderle, zack, zack, zack. Und das war der letzte. So, dann werden wir zu sehen, dass wir wieder hier rauskommen. So.
zack, zack, zack. Machen wir das ein bisschen zu hier, damit wir nicht reinplumpsen. Und weiter geht's. Weiter, Kohle, Kohle, Kohle. Ach, ja, okay. Irgendwie liegt's aber auch immer nahe. Ne? So. Das haben wir hier. Und zack, zack, zack. Da liegt noch einer rum. Dann haben wir hier die Ecke auch abgegrast. Hier könnte man jetzt noch, ja, das machen wir doch glatt, einfach mal den Gravel noch wegputzen. Denn, ne, da oben ist einfach nur noch mehr Gravel, okay. Hüpf, erleuchtet. Fertig, und ich werde mich mal kurz um Stimme und Nase kümmern, ihr entschuldigt mich. So, da bin ich wieder, schauen wir mal, wie es weitergeht, wie lange die Stimme jetzt durchhält. So, ich hoffe, ich habe das Mikrofon wieder richtig, halbwegs richtig positioniert. So, da haben wir hier noch, zack, 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 okay. Hier ist auch alles schon ausgeleuchtet. Das scheint es dann vielleicht doch schon gewesen zu sein. Oder haben wir hier noch dunkle Ecken? Nee, sieht nicht so aus. Monster hören wir auch nicht mehr. Ah, da ist eine Spinne. Ui, gleich mehrere. Oh, komm her, Mädel, du auch. Wo sind die denn hergekommen? Ach, natürlich von da oben irgendwo aus diesem... Ah, schauen wir mal in diesen Schacht da rein. Beziehungsweise leuchten wir den einfach erstmal aus. Okay, hier ist also nichts mehr. Aber ich denke mal, das war die Ecke, wo die Spinnen hergekommen sind. So, ich stelle gerade fest, ich puste doch ziemlich heftig ins Mikrofon. So, ich hoffe, so wird es besser. So, da haben wir... Die Schwelle hier kann eigentlich auch weg. So. Zack, zack. Ja, Texture Packs sind halt so eine Sache. Da scheint es noch weiter zu gehen. Nö, hier ist auch alles ausgeleuchtet. So. Ja, ich habe ja durchaus schon mal mit einem Comic Texture Pack gespielt. Das ist zwar schon ein bisschen her. Das war das Bordercraft, was also an das Spiel Borderlands angelehnt war, an dessen Grafiken, die ja auch alle so Comic-Stil waren. So, und ich glaube aber, wir sind hier in dieser Höhle durch. Das ist, wie gesagt, eine Weile her. Das war so die Zeit, als ich die Residenz Ranseier gebaut habe. Ja, da habe ich das eingesetzt, auch über, ja, 10, 20, 30 Folgen vielleicht. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Oder ob wir hier halt noch Stellen finden, wo es dunkel ist. Und wo wir noch weitere Gänge erforschen können. Das scheint zumal auf der Seite hier soweit alles gewesen zu sein. Ja. War noch hier noch was nach unten. Aber das ist, glaube ich, der Gang, durch den wir hier lang gekommen sind. Ja, das kennen wir. Das kennen wir, genau. Da sind wir hier. Zack, runter. Hier ist nichts weiter. Und schwubbeliwupp, rubbeligatz. Ja, da lang. Ist auch nichts weiter. Ja, außer, dass wir hier wieder dann, ups, irgendwo hoffentlich hochkommen. Jawohl. Na, da haben wir den Ausgang und... Okay, draußen ist es gerade dunkel. Soll uns aber nicht stören. Wir stürzen uns einfach mal, zack, hier gleich in den zweiten Mineneingang. Und da haben wir doch gleich einen Creeper. Ist da. So. Da
Schauen wir doch gleich mal, ob der was hat fallen lassen. Und ob da noch jemand von der explodierenden Fraktion unterwegs ist. Ist ja aber alles ausgeleuchtet. Wo kam der denn eigentlich her? Der ist unter Umständen vielleicht einfach von draußen in die Höhle reingewandert. Denn hier ist ja soweit alles ausgeleuchtet. Da unten ist auch nichts mehr. Okay, schwuppdiwupp. Dann sind wir hier wieder am Eingang. Okay, und dann schauen wir einfach mal, wo es hierhin noch weitergeht. Ah ja, da haben wir noch was. Da können wir uns mal umgucken. Ja, da höre ich doch jemanden rumplätschern. Und da lang geht's auch noch runter. So, schauen wir doch erstmal, was uns hier erwartet. Na, mit der Diamanthacke brauche ich ja keine Sorgen zu haben, hier einfach den Stein wegzuklopfen, der mir im Weg ist. So, und da sehen wir mal zu, ob wir nicht gleich hier mal das Wasser ein bisschen abgraben können. Und noch ein bisschen Licht in die Angelegenheit kriegen. Zack, das sieht schon besser aus. Da geht es weiter runter. Okay. Da erstmal reingucken. Sehr schön, das ist eine Sackgasse. Dann gehen wir hier. Zack, okay. Das Wasser stille legen und uns am Eisen vergreifen. Wow. Leute, das sieht ja hier mal wieder richtig gut aus. Schaut euch das an. Also zumindest für Höhlenforscher kann ich dieses Texture-Pack wirklich empfehlen. Weil man hier doch eine ganze Menge sieht. So, hier geht's also runter. Und ich denke mal, ich brauche die Videos mit diesem Texture-Pack gar nicht so weit aufzuhellen, wie ich das sonst immer mache, beziehungsweise überhaupt nicht aufzuhellen. Das ist hier schon von alleine hell genug. Das muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir. So, hier kommen wir auch wieder hoch, okay. Und da geht's weiter. Um die Ecke in die Finsternis. Da haben wir ein bisschen Kohle und hier haben wir eine Kammer voll Gravel und da oben scheint es aber weiter zu gehen. Okay, ich hole mir erstmal die Kohle aus der Wand. Ach, schön viel Kohle, sehr schön. Und den Gravel hier hauen wir auch mal gleich mal ein bisschen weg. Dass wir auch gleich hier einen schönen Weg haben, um da durchzukommen. So, das sieht soweit schon gut aus. Zack, 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 zack. So, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht von Gravel erschlagen werden, der hier runterkommt. So, zack, 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 weg mit dem Zeug. Auf geht's. Ja, du brauchst noch. Zack, zack und zack. Und noch mehr Kohle. Also, sind wir hier reichlich gesegnet. Das wird mal wieder ein fetter Beutezug hier. Werden wir also mit gefüllten Taschen rauskommen. No. So gehört sich das aber auch. Und was haben wir hier hinten noch? Ja, hier haben wir dann nichts mehr, außer jeder Menge Gravel, die man abbauen kann. Und dann dem werde ich gleich mal einfach... Na, wer sagt's denn? Da ist doch noch was. Ich wollte sagen, da wollte ich gleich einfach mal die Schaufel hier ein bisschen abarbeiten. Ich habe ja noch eine Diamantschaufel dabei. Dann haben wir hier auch gleich noch einen Slot im Inventory frei. Für solche Sachen wie zum Beispiel Kohle oder noch mehr Kohle, Eisen, was wir hier noch alles finden werden. Schauen wir mal. Södale, zack, 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 zack. Jo, komm, die nehmen wir da unten auch noch mit. Ja, und ansonsten, da geht's nicht weiter. Okay.
sind wir in der Ecke hier dann soweit erstmal. Hups, 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 hups. Hubbeli, hups, hubbeli, hups. Hups, 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 sind wir hier soweit erstmal durch, aber es bleibt ja noch hier hoffentlich mehr als genug. Zack. Ja, das sieht doch hier mal wieder sehr interessant aus. Okay. Gut, damit sind wir hier durch. Da hinten ist Eisen. Und da unten geht's weiter. Und da sehe ich doch hoffentlich schon ein paar üble Gesellen. Nein. So, dann holen wir uns hier noch in Ruhe das Eisen aus der Wand. So, ach, das ist aber eine schöne Höhle hier, muss ich ehrlich mal wieder sagen. Na? Jede Menge Kohle, jede Menge Eisen. Na, also nicht zu verachten. Na, ein bisschen Erde holen wir uns hier auch noch weg. Wollte ich gerade sagen, was haben wir denn da? So. Ach, das ist ein Bereich, den wir schon entdeckt haben. Der andere hier. Ach, das ist doch praktisch. Machen wir uns doch hier mal gleich den Durchgang ein bisschen frei. Ja, so für später. Für alle Fälle. So, da oben sind wir ja durch, richtig? Dann schauen wir hier weiter in die Tiefe. Steigen wir hinab. Zack. Ja, okay. Und dann ist hier aber auch Ende. Ja, soweit, so gut. Also als Mine hier für die Bergarbeiter, die hier am Berberdorf angesiedelt werden, ist das mehr als ausreichend. Die können hier richtig schön reinklotzen. Und ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich hier wieder rausfinde. Ach, Kinders. Da lang geht's nach oben. Ja, ich glaube da lang. So, zack. Und hüppeli-hüpf. Und hier. Jawohl. Und hier geht's weiter nach oben. Jawohl. Und draußen ist Tag. Das ist doch wie bestellt. Wunderbar. Sehr schön. Komm her, Huhn. Zack. Einmal umgeguckt. Wunderbar. Ach ja, ist auch noch frisch am Morgen. Hier liegen noch Knochen rum. Schauen wir mal, was sonst noch so rumliegt. Kurzer Rundblick. Aber ja. Ich denke mal, das soll es dann einfach für heute gewesen sein. Ich werde die Folge hier gleich zusammenschneiden und rendern und hochladen. Wird also wahrscheinlich so, ja, 22, 23, 24 Uhr dann fertig sein. Und ja, mal schauen, ob ich dann tatsächlich noch heute was mit Trackmania vorbereiten kann, das dann morgen hochgeladen wird. Wir schauen einfach hier erstmal, was wir an Beute zusammen haben. Zwei Stacks Kohle, sehr schön. Halber Stack Eisenerz, das kann sich doch sehen lassen. Jede Menge Gravel, sehr schön. Den verwenden wir natürlich später als Baumaterial, beziehungsweise der wird dann nach Karabatabana, nach Neptunsdank geschafft. No, und dann sehen wir hier weiter. Das war soweit. Ich melde mich hier schon mal ab. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hier weiterbauen. Und ja, bis dahin. Adieu mit Ö.